Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 27. August 2019. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont auf und es bleibt auch so in die kommenden Wochen, zeigt die Monatsthemen und das ist die Jungfrau-Energie, etwas überprüfen, etwas in Ordnung zu bringen, klare und kluge Entscheidungen treffen, bescheiden sein und die Jungfrau ist auch Heilenergie. Außerdem gehört zum Erdeelement und es gibt die Möglichkeiten, unseren Ideen im Tat umsetzen oder um Besitz, Finanzen kümmern und indirekt um die beruflichen Situationen. Sonne und Merkur ist heute unaspektiert und sie sind jetzt so alleine, könnte man sagen. Und das entspricht auch die Bedürfnisse. Viele Menschen möchten sie alleine sein, die wollen keine klärenden Gespräche führen, auch keinen Termin momentan ausmachen, sondern das ist eine Art Warteposition oder etwas noch beobachten, überprüfen. Das spricht mehr für Rückzug. Mond verbindet sich zum Neptun und das ist eine schöne, harmonische Verbindung. Das zeigt diese blaue Linie. Beide haben ähnliche Essenz und das entspricht unserem Träumen, unserem Sehnsüchte, unserem tiefen Gefühlen. Natürlich ist mit dieser Verbindung möglich, dass wir eine Botschaft erhalten über unsere Träume. Immerhin, das ist auch die Sprache der Seele. Nicht alle einzelnen Traum entspricht es, aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das bleibt in Erinnerung, dann können wir sicher sein, dass unsere Seele vermittelt etwas. Natürlich ist Symbolsprache, aber die Traumdeutung entziffert es. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen. Ich kann sehr gut Träume deuten. Nicht nur zwischen Mond und Neptun ist diese schöne harmonische Verbindung, sondern auch zwischen Mars und Uranus. Und das heißt, wir können jetzt unserem Kraft, unserem Energie in eine bestimmte Richtung einsetzen, was uns Veränderungen bringt und wir können das tatsächlich jetzt im Tat auch umsetzen. Sonne nähert sich zu einer Verbindung zum Uranus, wird auch eine schöne harmonische Verbindung sein, ein sogenannten Trigon. Es ist noch nicht so weit, aber damit können wir rechnen. Das klärt sich dann etwas auf, kommt eine Überraschung und dadurch auch Veränderungen. Das nähert sich. Venus bewegt sich schneller als Mars und entfernt sich immer mehr von dieser Verbindung. Das war zwischen den beiden Liebesplaneten ein Treffen. Die Venus-Energie entfernt sich davon. Wir haben immer noch ein Halbsextil zwischen Jupiter und einem rückläufigen Saturn. Es ist auch schön, angenehm und ist unterstützend. Entweder bringt uns das Glück, Chancen, Möglichkeiten oder eine rechtliche Lage wird geklärt. Aber kommt ein Neptun-Einfluss dazu und das erschwert die Situation. Neptun neigt dazu, etwas vortäuschen. Und entstehen auch Enttäuschungen. Bis zum Betrug kann das gehen. Also wir sollen in die nächste Zeit vorsichtig sein, jetzt schon wirksam. Mars bildet sich
ein Quinkungsaspekt zum ein rückläufigen Chiron. Chiron zeigt, wo weh tut. Hat auch oft mit Krankheiten was zu tun oder in einer beruflichen Situation im Gesundheitsbereich. Diese Quinkungsverbindung zu Mars löst auch Unsicherheiten. Dieser Aspekt nennt man auch Vielleicht-Aspekt. Und das heißt, in einem Heilungsprozess sind noch Unklarheiten da und man stellt die Frage, hilft das wirklich? Ist das tatsächlich die richtige Methode oder sollte man etwas verändern? Mars hat auch mit unserem Kraft zu tun. Es gibt Momente, wo wir wirklich Kraft zeigen, uns einsetzen und im nächsten Moment fühlt man sich kraftlos, müde, erschöpft. Und das ist diese innere Unsicherheit auch, was das auslösen kann. Wenn jemand im Gesundheitsbereich arbeitet, kann auch die Arbeitsplatz bedeuten, viel zu tun, viel Stress und Müdigkeit, eine Hin- und Hergerissenheit oder das Gefühl im Arbeitsplatz, die rechte Hand weiß nicht, was die linke macht. Und da entstehen diese Unklarheiten. Das kann natürlich diese Verbindung auch andeuten. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs und fühlt sich auch wohl, kann sich ganz gut entfalten, immerhin herrscht über diese Zeichen. Mond befindet sich exakt auf die aufsteigende Mondknoten und das hat mit Mondumlaufbahn etwas zu tun und aktiviert karmischen Themen. Und das hat weniger mit der Vergangenheit was zu tun, sondern hier lernen wir etwas Neues oder entscheiden wir uns für etwas Neues, genau das, was unsere Seele auch benötigt, was unsere Seele auch braucht zum Lernen. Mond und Pluto, ein rückläufiger Pluto, bilden sich eine Opposition und das ist wie eine Waagschale. Das ist wichtig, im Gleichgewicht bleiben, etwas ausgleichen oder vergleichen. Handelt sich um Loslassen, Trennen von etwas oder Kündigen. Bei Pluto-Energie ist es sehr wesentlich, dass man auf etwas konzentriert und all das entfernt, was diese Kraft, diese Energie auch raubt. Und das hat mit Loslassen was zu tun. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Aber ich möchte noch erwähnen, die Stundenastrologie, ein Gebiet der Astrologie, faszinierend. Und ich kann das nur ins Herz legen. Tolle Beratungen habe ich durchgeführt in diesem Bereich. Dieses Gebiet der Astrologie, Stundenastrologie, ist dafür da, konkreten Fragen konkret beantworten. Oder wenn jemand eine Idee hat, einen Plan, beschreiben, ob das möglich ist, das zu verwirklichen. Oder verlorenen Gegenstände wieder finden. Und wenn das nicht mehr findbar ist, dann gibt die Astrologie auch die Antwort. Oder ein bestimmter Termin. Astrologisch kann man beschreiben, wie das alles verläuft. Oder den Termin vorher bestimmen, einen günstigen Zeitpunkt auswählen. Aber hilft auch zurückblicken in die Vergangenheit. Wann war die erste Begegnung? Weil das beschreibt die Verlauf der Dinge. Und all das ist möglich astrologisch untersuchen. Und dabei kann ich euch weiterhelfen. Und das war meine heutige Botschaft. Bis nächstes Mal. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.